Bühne. Hatte keine Krawatte an, Entschuldigung, ich dachte, das kam heute Nachmittag vor. Das andere Rest. Ja, willkommen zum Workshop über das Indoor-TV-Studio. Ja, einige von diesen Vorträgen schon zum vierten Mal in den letzten 12 Monaten und bestimmt fragen einige, warum schon wieder induktives Bibelstudio? Schon wieder. Wir kennen alle schon. Ja, drei kurze Antworten auf diese Frage, warum dieser Vortrag. Zum einen für mein Wachstum. Gott will, dass ich selber zum hervorragenden Bibelforscher und Bibellehrer wachse und die Gelegenheit immer wieder darüber vorzutragen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder kommt und immer wieder bereit seid, mir zuzuhören. Der zweite Grund für uns alle, damit wir alle die extra zu hervorragenden Bibellehrern wachsen, die die Bibel erforschen, danach tun und auch in der Lage sind, die gelernten Dinge auch anderen zu lehren. Und der dritte Grund ist, wir vergessen sehr, sehr schnell. Ja? Zum Beispiel Titel der letzten Sonntagsbotschaft. Einmal kurz Hände hoch, wer noch den Titel kennt der letzten Botschaft. Den Titel der letzten Botschaft. Kennen nur so wenige. Nochmal Hände hoch, klar hoch. Okay. So, Priska, nochmal sagen. Mein Vaters Bibel. Mein Vaters Bibel. Mein Vaters Bibel. Also nochmal Hände hoch. Der letzte Botschaft. Zum Feuer. Die Bibel meines Vaters. Ja, fast. Es war ein Mann und seine Bibel, die Bibel meines Vaters. Ja. Und der Leitvers dieser Botschaft war, Hände hoch, wer es weiß. Oh, es ist sehr wenig. Aber, ist man Hannah Tornau? Jesaja 40,6. Wer kann diesen Vers auswendig noch? Jesaja 40,8. Nur ein. Okay, jetzt noch hier. Das Gras bleibt ewiglich. Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Fast richtig. Der Punkt ist, wir vergessen sehr schnell. Das war vor 5 Tagen und nur eine konnte den Vers einigermaßen auswendig. Ja? Darum meine Bitte an euch heute genau zuzuhören, eventuell mitzuschreiben und auch ein paar Dinge in der Tat umzusetzen zum induktiven Bibelstudium. Ja, es gibt 2 Arten, wie man an die Bibel rangehen kann, deduktiv und induktiv. Und kurz gesagt heißt deduktiv, dass man eine eigene Meinung hat und dann versucht, diese eigene Meinung in die Bibel reinzulesen. Zum Beispiel, wir haben die Meinung, Gott ist die Liebe und suchen Stellen in der Bibel, um diese Meinung dann zu beweisen und zu rechtfertigen. So, genau. Einige haben die Meinung, wir haben alle in Jesus die Freiheit und können darum leben, wie wir wollen und versuchen diese Meinung auch in die Bibel irgendwie reinzulesen. Genau. Induktiv geht den umgekehrten Weg. Wir legen alle eigene Meinung ab und öffnen die Bibel und lesen und suchen da drin und forschen, was Gott wirklich sagen will zu uns. Und wir finden Wahrheiten wie, wir sind Sünder, aber wir haben in Christus das neue Leben. Ja, zusammengefasst bedeutet deduktiv, eine eigene Meinung zu haben und diese zu rechtfertigen und zu beweisen. Und die Gefahr ist hier dabei, dass wir falsche Konsequenzen ziehen und unser Leben genauso bleibt wie vorher auch, vor dem Bibelstudium. Induktiv bedeutet vielmehr zu entdecken, was Gott zu sagen hat, zu lehren und zu wachsen und unser Leben von Gott verändern zu lassen. Ja, bevor wir anfangen, gibt es 2 Dinge zu beachten. Zum einen, wir müssen uns Zeit nehmen fürs Bibelstudium. Wir haben alle viel zu tun. Die Männer gehen arbeiten 40 Stunden die Woche oder mehr, kommen abends zurück, haben dann Versammlungen und Kinder, die auf sie warten, Bibelschüler, müssen Stellungnahmen schreiben, verschiedene Sachen machen. Darum, wir müssen uns bewusst Zeit nehmen, die Bibel zu öffnen und die Bibel zu lesen. Sehr wichtig.
Und Punkt 2 ist, bevor wir anfangen zu lesen, sollten wir alle beten zu Gott. Wofür genau? Dass Gott unsere Augen öffnet und wir die Schätze entdecken können, die Gott da verborgen hat in der Bibel. Dass Gott uns Weisheit gibt, um die Dinge zu verstehen und zu interpretieren und auch die Kraft, diese Dinge in die Tat umzusetzen. Ja, es gibt 3 Schritte beim induktiven Bibelstudium. Wer kennt noch die 3 Schritte auswendig vom induktiven Bibelstudium? Keiner. Maria Philipp? Beobachtung, interpretieren und andenken. Genau, das waren die 3 Schritte vom induktiven Bibelstudium. Kommen wir zum ersten Schritt, der Beobachtung. Hier geht es darum, zu forschen, was der Text sagt. Ja, viele fangen direkt an zu fragen, was bedeutet dieser Text oder was bringt mir dieser Text? Diese Fragen kommen alle später. Zuerst kommt die Frage, was sagt der Text eigentlich in der Bibel? Wenn man Häuser baut, fängt man damit an, mit dem Fundament, der Grundlage. Und nur wenn die Grundlage stimmt und fest ist, kann das Haus darauf stehen bleiben und ja, stabil gebaut werden. Und genauso müssen wir zuerst ja, gewissenhaft beobachten, um auch richtig interpretieren und anwenden zu können. Ja, eine kleine Beobachtungsübung. Mal kurz aufstehen, alle. Die Hände nach vorne ausstrecken. Und nach oben. Ganz genau beobachten, ja? Nach unten. Und nach vorne. Und jetzt die Handflächen von beiden Händen nach außen. So. Der Daumen zeigt nach unten und der kleine Finger nach oben. Und jetzt den rechten Arm über den linken Arm und die Hände verhaken. Ja? Daumen zeigt nach unten. Okay. Daumen zeigt nach unten. Und jetzt versuchen wir, unsere Hände so zu drehen. Daumen zeigt nach oben. Geht nicht? Der Punkt war, ihr habt es genau beobachtet. Ja? Wir müssen genau beobachten. So. Okay. Es gibt 2 verschiedene. Okay. Platz nehmen. Es gibt 2 verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die Touristen zum einen. Touristen fahren immer an andere Orte, andere Städte, andere Länder und haben den Wunsch, in ihrem Urlaub viele berühmte Orte zu sehen. Und viele Fotos zu machen, um zu zeigen, ich war da. Und viele Touristen, die nach Bonn kommen, besuchen immer das Beethovenhaus und den Bonner Hofgarten. Immer diese beiden Orte. Wir hatten ein paar Gäste auch hier aus Moskau, Pastor Paul Kim und Helen Kim und auch den Sohn von Saul Ali, den Peter Lee. Und ich durfte ihnen Bonn zeigen. Und wo war ich mit ihnen? Am Beethovenhaus und am Hofgarten. Die Entdecker sind andere Menschen. Entdecker sind Menschen, die sich Zeit nehmen, eine Stadt wirklich zu erforschen und eine Stadt kennenzulernen, die dorthin gehen, wo Touristen nie hingehen würden. Sie gehen in dunkle Gassen und enge Straßen und finden dann Orte wie diesen hier. Von außen unscheinbar, aber wenn man reingeht, entdeckt man dann eine ganz neue Welt. Die Welt der echten Hamburger und der besten Pommes frites in ganz Bonn. Die Botschaft ist hier, nur Entdecker finden die wahren Schätze in Bonn. Und auch in der Bibel, nur die, die Zeit nehmen, um zu forschen, in die Tiefe einzudringen, können die Schätze finden, die Gott da drin verborgen hat. Ja, wie genau geht das? Mit den 6 W-Fragen, wer, wann, was, wie, wo und warum. Das klingt sehr simpel und einfach, aber in der Tat kann man sehr viel damit fragen. Zum Beispiel, wer ist der Autor des Buches? Wer ist der Verfasser? Wer sind die Hauptpersonen? Wer wird erwähnt in dem Text? Oder wann wurde dieser Brief geschrieben? Wann spielt die Handlung? Oder was ist der Inhalt? Was sind die Umstände im Text? Was ist der kulturelle Hintergrund? Und so weiter. Oder auch, wie ist die Dramaturgie im Text oder in dem Brief? Wie reagieren die Personen in dem Text? Oder wo geschieht die Handlung? Wo war der Autor beim Verfassen des Buches? Und ja, warum, hier kann man fragen zum Beispiel, warum reagieren die Personen so, wie sie reagieren, oder warum wurde dieser Brief geschrieben zum Beispiel. Man kann sehr viel fragen, aber den Text immer Schritt für Schritt immer mehr durchdringen und
mehr verstehen und begreifen. Ja, Schritt Nummer 2, Interpretation. Hier wird die Frage gestellt, was der Text bedeutet eigentlich. Ich habe hier ein gutes Bild vorbereitet. Wer kennt das Bild? Schon mal gesehen? Auch nicht? Ah, doch. Was ist der Titel von dem Bild? Monk schreien. Der Maler? Der Maler heißt Monk. 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 Ja. Das Bild heißt der Schrei und wurde gemalt von Edward Munch. Mit M, genau, Edward Munch. Ja, und, ja, Monk. Und was glaubt ihr, was das Bild sagen soll? Was bedeutet das Bild? Eine Idee, irgendjemand? Herr Stephanus, was glaubst du? Ja, ich so. Er ist ja einsam. Er ist ja einsam, okay. Noch andere Ideen? Das war Pauline zum Beispiel? Kopfschmerzen. Interpretation, und zwar die Wahrheit Gottes. Ja? Viele Menschen sagen, ja, der Text heißt so und so, aber subjektiv. Aber das ist falsch. Es gibt nur eine gültige Interpretation, die stimmt. Und zwar diejenige, die Gott vorgesehen hat. Und die müssen wir herausfiltern und herausfinden. Diese eine, ja, wahre, gültige Interpretation von Gott vorgesehen. Und wie genau schaffen wir das? Ja, der Kontext spielt eine große Rolle. Kontext, Zusammenhang. Zum einen historisch-kulturelle Kontext. Ja, alle Bücher wurden von Gott geschrieben, aber durch Menschen, die in verschiedenen Zeiten gewohnt haben, gelebt haben und auch in verschiedenen Ländern gewohnt haben. Und wir müssen diesen Kontext verstehen. Der Philipperbrief zum Beispiel wird von Paulus geschrieben, und zwar wo? Im Gefängnis. Und der Inhalt von Philipperbrief zum großen Teil ist Freude, und keine Sorgen machen. Und der Kontext sagt, er war im Gefängnis, wo es sehr feucht war, sehr kalt. Er war einsam und er schrieb in dieser Lage über Freude in Jesus. Das heißt vieles. Und auch der sprachliche Kontext. Ja, viele Sachen wurden auf Hebräisch geschrieben oder auf Griechisch. Und wir haben zwar hier gute Übersetzungen im Deutschen, die Luther-Übersetzung, die Elberfelder, aber die auch nicht alles widerspiegeln können vom Original. Markus 9,7, da geht es um die Verklärung Jesu. Dort steht, den sollt ihr hören. Wir sollen Jesus hören. Aber im Original steht für hören, akouo, was bedeutet hören und gehorchen. Also Gott sagt hier, wir sollen Jesus hören und seinen Worten gehorchen. Da ist noch mehr drin im Original. Der innerbiblische Kontext, ja, Sekten zum Beispiel haben diese schlechte Eigenschaft, immer bestimmte Verse rauszupicken und auf diesen Versen ihre Lehre aufzubauen. Das ist ja sehr gefährlich. Ja? Wir müssen diesen ganzen Kontext betrachten der Bibel.
Es ist kein Gott, steht in der Bibel drin, aber der Zusammenhang sieht folgendermaßen aus. Die Toren sagen, es ist kein Gott. Und es gibt auch die Geschichte von einem jungen Mann, der viele Probleme hatte und Gott um Hilfe bat und die Bibel aufgeschlagen hat und dann diesen Vers gefunden hat. Ja, und Judas ging fort und er hängte sich. Und der Mann überlegte und sagte, das kann doch gar nicht sein. Und hat es nochmal versucht, Bibel aufgeschlagen, eine andere Stelle und fand diese Stelle. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen, tu dasselbe. Und er war unruhig und sagte, nee, das kann gar nicht sein. Noch einmal, und der dritte Vers, den Gott ihm gab, war, was du tust, das tue bald. Darum, diese Art von Bibelstudium einfach so stichpunktartig rauszusuchen, ist sehr gefährlich und kann zu falscher Anwendung führen. Darum ist die Botschaft, Kontext ist entscheidend. Ja? Wir müssen das Wort im Kontext vom Vers, Abschnitt, Kapitel, Buch und der ganzen Bibel betrachten. Das bedeutet, Bibellehrer müssen die ganze Bibel kennen, einfach gesagt. Es gibt auch noch eine Methode, und zwar die Parallelstellen. Das sind die kleinen gedruckten Verse unten in der Bibel. Zum Beispiel Lukas 15 ist für Ungläubige sehr schwer zu verstehen, wo steht, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Also hier haben viele Probleme, weil Menschen können sich irgendwie sterben und dann wieder zum Leben auferstehen, ist unmöglich. Aber hier steht unten in der Parallelstelle dieser Vers, Epheser 2,1, wo steht, auch ihr wart tot durch eure Sünden und Übertretungen. Dann kann man verstehen, der verlorene Sohn war tot, weil er in der Sünde war, aber durch die Buße ist er zum neuen Leben wieder auferstanden quasi. Das ist ein Vers von der gestrigen Botschaft, neben mir, wo steht, dass die Mauern Jerusalem zerbrochen lagen und die Tore mit Feuer verbrannt wurden. Und wir könnten sagen, okay, gut, verstanden. Aber Bibelforscher sollten forschen. Ja? Warum werden Mauern zerbrochen, von wem und so weiter. Und hier war die Parallelstelle, wenn man guckt, 2. Chronik 36. Und daher erfahren wir, dass in der Zeit Zedekia König war in Israel. Und er tat Dinge, die dem Herrn missfielen. Und nicht nur er, auch alle Oberen in Juda und die Priester und das Volk, alle sündigten gegen Gott mit den gräulichen Sitten der Heiden. Und der Herr war traurig, schickte mit den Propheten, um ihnen zu helfen, zur Buße zu kommen, aber die Juden verspotteten diese Propheten und diese Boten, verhöhnten sie und Gott wurde zornig und es gab kein Vergeben mehr, steht dort. Und Gott führte gegen sie heran den König der Chaldeer, das sind die Babylonier. Und die Babylonier verbrannten den Tempel und rissen die Mauer ab und brannten alle Burgtürme mit Feuer aus. Das ist der Hintergrund von Nehemia 1,3. Ja, helfen können außerdem noch Konkordanzen. Das sind Register, wo alle Wörter in der Bibel vorkommen und die alle Stellen, wo diese Wörter vorkommen. Bibelwörterbücher, Atlanten, Kommentare oder auch verschiedene Übersetzungen der Bibel. Ja, der dritte Schritt ist die Anwendung, was bedeutet der Text für mein Leben? Und auch die Frage, bin ich bereit, die Wahrheit der Bibel in meinem Leben selber konkret anzuwenden? Ja, Howard Hendricks und Will Hendricks sind die Autoren von dem Buch Living by the Book, ein Buch über das induktive Studium. Und sie meinten, Beobachtung und Interpretation ohne Anwendung gleicht einer Abtreibung, weil das Bibelstudium, das Ziel davon ist, Menschen zum neuen Leben zu erwecken, aber wenn Anwendung fehlt, dann fehlt eben der wichtige Teil der Erweckung zum Leben. Darum, ja, dieser Vergleich. Ja, wie konkret funktioniert das? Wir können gucken im Text, ob es Beispiele gibt, die wir auch nachahmen können. Sünden, über die wir Buße tun sollten, müssen, Verheißungen in Anspruch nehmen, Anweisungen, die wir gehorchen sollten oder auch Gesinnungen und Denkweisen, die wir ändern sollten. Und wenn wir die Bibel lesen, erfahren wir, es gibt sehr viele Sünden, die wir begehen und die wir ablegen sollten und sehr viele Dinge, die wir auch ändern müssten eigentlich. Ja? Und da ist eine wichtige Frage, wo fange ich an und was tue ich heute? Ja, es gibt so viel zu ändern, so viel Buße zu tun, aber wo kannst du heute anfangen? Wir brauchen darum konkrete Ziele. Wir haben alle eine Vision, ein Bild, das große Bild, wie zum Beispiel
Europa zur Hirtennation, 10.000 Bibellehrer, 5.000 Gebetsmitarbeiter. Aber was kann ich tun, um die Vision real werden zu lassen? Was kann ich heute tun, um die Vision ein Stück mehr zur Erfüllung zu bringen? Darum brauchen wir realistische, erfüllbare Ziele fürs Persönliche. Wie zum Beispiel wird Jochen jeden Tag zum Einladen zu gehen zum Beispiel. Wir haben gelernt, wir alle können einladen gehen, wir alle können Menschen fragen, glaubst du an Jesus? Glaube trotzdem, wir beten für dich. Ja? Das können wir alle tun. Punkt 2, mach einen Plan, ist auch sehr entscheidend. Viele zum neuen Jahr haben diese guten Vorsätze, wie zum Beispiel das Beten, ein guter Hirte zu werden oder mehr Schafe zu weiden, mehr in der Bibel zu lesen. Aber diese Ziele sind sehr ungefähr und sehr verwaschen. Oder auch irgendwie mehr Sport machen, mehr Koreanisch machen. Wir brauchen halt einen konkreten Plan, einen konkreten, detaillierten Plan mit konkreten Schritten, um eben diese Ziele erreichen zu können. Genau, diese Frage und dann konkret und detailliert. Und Punkt 3 wäre durchziehen, erstmal anzufangen und helfen dabei können, ja, Checklisten, um zu gucken, welche Punkte man getan hat, nicht getan hat, Rechenschaft abzulegen bei einem Partner oder bei den Hirten, bei den Eltern und die Fortschritte im Tagebuch, ja, aufzuschreiben, zu formulieren und zu bewerten. Es gibt immer wieder Rückschläge, Niederlagen, aber auch dann nicht aufzugeben und bis zum Ende durchzuziehen. Ja, im zweiten Teil gibt es einige Beispiele von Stefan, die er nun, ja, präsentieren wird. Ja, vielen Dank.